Hallo Freunde des Konsums, heute endlich mal wieder ein Video von App Store Deutschland. Es hat sich in den vergangenen Wochen viel getan, nämlich das hier und das hier. Drei wundervolle Strafzettel, aber das nur nebenbei. Einer 20 Euro, ist das zu fassen? 20 Euro. Aber es hat sich noch was getan, nämlich ich bekam gestern eine E-Mail von Raiko, dass die mir ein Paket zuschicken. Ich habe lange darauf gewartet. Also nicht auf das Paket, sondern auf die E-Mail. Aber das Paket kam nämlich heute schon. Das ist auch der Anlass zum Video. Es ist nicht so groß, wie ihr sehen könnt. Und ich bin wirklich gespannt, was drin ist. Ich habe keine Ahnung. Deswegen gibt es jetzt ein Unboxing mit, sagen wir, dem kleinsten Messer der Welt. Zack. Los. Ja, viele haben gefragt, warum es so lange keine Videos gab. Es hatte folgende Gründe. Zum einen, ich war von der Schule her in Rom mit dem Geschichts- und Lateinkurs. Dann habe ich einen Haufen Arbeiten geschrieben. Morgen ist zum Beispiel noch Deutsch dran. Deswegen werde ich heute bestimmt, egal was hier drin ist, nicht mehr zum Review kommen. Ich muss nämlich auch noch arbeiten gehen. Aber das wird bald folgen, in den nächsten Tagen auf jeden Fall. Ich versuche es am Wochenende auf jeden Fall zu machen. Das kleinste Messer der Welt tut seinen Job gut. Das Paket ist offen. So sieht's aus. Keine Ahnung, was es ist. Sehr geehrter Interessent, hallo YouTuber. Vielen Dank für Interesse. Ja, vielen Dank an Raiko auf jeden Fall, egal was es ist. Das werde ich jetzt rausfinden. Ah, sie haben mir Knackfolie geschickt, das ist toll, danke. Oh, geil. Danke. Achso, da ist ja noch was drin. Oh, geh auf. Dann geh halt so da raus. Okay. Es sind XL Vakuum Speaker. Die wurden schon oft reviewed auf YouTube. Jetzt darf ich es auch endlich mal machen. Hier könnt ihr sie sehen. XL. Ganz schön kleines Paket für XL Vakuum Speaker. Mhm. Sieht eigenartig aus. Ach, eine Tasche. Okay, die hätte ich in Rom gebrauchen können. Dann hätte ich wenigstens laut Musik hören können mit dem iPod. Da ist das Ding. Noch mehr Knackfolie. Juhu. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Open. Aha. Es ist eine Ziehharmonika. Nein. Schatz. Okay. Also das Review gibt es mal anders. Abonniert. Kommentiert und bewertet mit 5 Sternen. Nein, ich bin ja nicht der Tutorial. Abonniert einfach. Wäre cool, wenn ihr Daumen hoch macht. Wenn nicht, lasst es. Bis dann, konsumiert schön weiter.